Hallo, der Marc vom Digital Videos hier, und bei mir ist die Tamara. Und die Tamara macht sich einen Zungenpiercing. Und so. Und deswegen musst du natürlich die Maske runternehmen, das darfst du auch ab sofort tun. Dann starten wir mal durch. Ich werde dir zuerst mal deine Zunge betäuben. Bist du nervös? Ja. Hast du schon Piercing? Ich sehe es nicht. Ich habe einen Bauchnabel-Piercing. Okay. Gehabt? Habe ich noch. Achso. Und wie kamst du auf uns dann? Ich habe mir die Videos angeschaut. Okay, und hast gesagt, dann möchtest du zu uns kommen? Ja. Schön. So. Wie alt bist du, Tamara? 17. 17. Und die Mama oder die Papa haben gleich erlaubt oder hast du lang betteln müssen? Musste ein bisschen betteln, ja. Bei Zungenpiercing sind die Eltern immer noch so zickig. Das ist ganz oft so. Also, die laufen oft in das Tür, das sind alle Sachen, ne? Aber Zunge sagen sie, Zungenpiercing. Das ist mühsam, ja. So, damit heute mal Zunge rausstrecken. Okay. Also, das schmeckt ein bisschen komisch, das riecht ein bisschen nach Banane, ich merke es vom Geschmack noch, und das macht das dann sogar sehr taub, und das sollte vielleicht merken, deine Lippen werden taub, es wird alles wirklich recht rau. Okay? Willst du denn was mit Glitzerstein oder ohne Glitzer? Ohne. Dann nehmen wir einfach Silber und eine Kugel. Die sehen dann so aus. Passt. Am Anfang ist der Stab zu lang, viel zu lang, also ihr habt einen 22er Stab. Den machst du nach 3 Wochen bei mir mit der raus, dann kommt es vorbei, dann machen wir dir was schön Kurzes rein. Jetzt am Anfang brauchen wir aber die Länge, damit es sich gut verheilen kann. Ja? Ich spüre es am Anfang. Ja, ne? So. Dann. Werden wir mal loslegen. Also, erster Schritt ist, dass ich deine Zunge festhalte mit der Zange, von unten nach oben durchsteche und dann den Schmuck rein. Ich werde dir jetzt vorher noch die Pflege erklären. Warum? Dann kann die Betäubung noch ein bisschen länger wirken für dich. Okay? Also wichtig, du brauchst für die Pflege unter dem Mundspüler und Mundspray und natürlich was zum Hände desinfizieren, zum Beispiel Max Golden Handel und alles Desinfektionsmittel für deine Finger, dass die sauber sind. Dann nimmst du bitte die Mundspülung. Tu dir die Zähne gründlich putzen. Nach dem Zähneputzen spülst du eine Minute lang damit aus. Da ist ein Messbecher dabei, Tamara. Da nimmst du so 10 Milliliter. Nach 10 Milliliter kann man sehr gut spülen. Hast du genug im Mund, dann spülst du damit so eine Minute damit. Okay? Guck da wirklich auf eine Uhr. Weil die meisten Leute würden nach 10 Sekunden ausspucken und denken, die Minute ist schon um. Also wirklich eine Minute soll es schon sein. Okay? Gut. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Für tagsüber den Mundspray. Wie kann ich dir das mal erklären? Alles, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, sprühe dir den Mundspray ein. Auch wenn du jetzt irgendwie daheim unterwegs bist, die Mundspüler nimmst du morgens und abends, das andere nimmst du dir wirklich unter Tags. Mhm. Das machst du die nächsten 3 Wochen, 2-mal am Tag, Mundspülung. Und den Spray, sag ich mal, am Tag musst du wahrscheinlich so 10, 15 Mal sprühen. Okay? Da nicht sparen, lieber mehr. Essen, trinken. Alles ist erlaubt, bis auf die nicht pasteurisierten Milchprodukte. Aber die normale Milch beim Bitter, normaler Käse, Joghurt, Pudding, ist eigentlich immer pasteurisiert. Das ist einfach Essen. Nudelsuppen, Babybrei, Erlebnisschen helfen am Anfang, weil natürlich Schnitzel mit Pommes kann man oft gar nicht so gut kauen und essen. Deswegen schau mal, wie du damit klarkommst am Anfang, was du gut runterkriegst. Also wie gesagt, so ein paar Sachen daheim zu haben, schadet nicht. Es gibt Kunden, die haben null Probleme, die können ab dem ersten, zweiten Tag normal essen. Und die Kunden, die brauchen 3, 4 Tage, bis sie wieder richtig essen können. Schau dir einfach an, wie das für dich ist, und dann schadet es dann schon. Brauchst du? Gut. Also die Rauchen 3 Tage sollte man nicht rauchen, sehr wichtig. Rumknutschen und alles mit dem langen Stab macht keinen Spaß, seid ihr gleich, weil das ist zu lang, das ist nervig wie die Sau. Also in Wahrheit muss man auch nicht 2 Wochen warten, bis es dann auch wieder lustig ist, wenn der Stab kürzer ist. Okay? Spiel nicht dran rum, kasper nicht daran rum. Wichtig ist, red ein bisschen weniger die nächsten Tage, chill dich ein bisschen, mach gemütlich und Schnabel halten. Ja, wäre wichtig, weil je mehr du dich zu bewegst, desto länger dauert die Hand. Okay? Gut,
Eiswürfel lutschen noch am Schluss bitte nicht. Das ist viel zu kalt. Du kannst eine Kugel Eis essen, mal ein Wassereis, Milcheis, egal. Aber keine Eiswürfel pur essen oder lutschen oder einfrieren, Cola und so Zeug oder Kamillentee. Das bitte, bitte. Und warmes Tee oder so? Das warm, lauwarm, kalt, heiß, ganz egal. Das ist, was dir gut tut, darfst du machen. Mhm. Ja, du kannst auch scharf essen, salzig, süß. Das ist vollkommen wurscht. Das ist alles wie immer. Ja? Wenn du zu scharf isst, brennt dann die Goschen, will ich jetzt nicht machen, aber du willst das Piercing, das Piercing setzt sich dann auch schon wurscht. Ich würde es normal, nicht normal essen. Ja? Gut, noch Fragen? Gut. Dann würden wir das Ganze stechen, außer du müsst wieder nach Hause gehen. Ja. Gut, dann geht's los. Was machst du mit der Schülerin? Ich mache eine Lehrerin. PKA. Ja. Schön. Und macht Spaß? Ja. Welches Lehrer bist du? Drittes. Na, du bist ja bald fertig, die Lehrabschlussprüfung nächstes Jahr, oder? Juni, oder? Ja. Gut, meine Liebe. So. Dann geht's los, der Mann. Zunge weit rausstrecken. So. Noch ein bisschen weiter raus. Perfekt. Alles okay? Mhm. Mach ein bisschen raus die Zunge. Kreislauf ist okay? Ja. Fühlt dich fit? Ja. Super. Dann zeigst du dir einen Spiegel. Einmal bitteschön. Ah, ein bisschen Blut oben drum rum. Das ist halt nicht schlimm. Solche Kunden haben das ein bisschen Tröpfchen. Schau. Es kann mal sein, dass ein bisschen blutet. So, darf ich einmal? Da ist es. Steht dir gut. Kommst auch gut damit zurecht. Das Bluten ist teilweise so, dass die Zange, wenn die Zungen ein bisschen rauer sind, allein die Zange kann schon mal einen leichten Schleimhaut verletzen. Hat mit Piercing an sich gar nichts zu tun, das ist eigentlich eher von der Zange vom Halten. Da gibt es oft Kunden, die sind einfach sehr empfindlich. Ist in 10 Minuten wieder vorbei. Okay. Ja, keine Panik haben. Gut, dann erkläre ich dir nochmal die Pflege. Erst Spülung und wie gesagt, dann immer Mundspray nehmen. Das ist das Wichtigste, das merkst du dir. Damit es nicht schief geht, schreibe ich dir das auf. Und du hältst dich bitte brav an die Produkte und den Pflegen sehr gut. So. Den Termin würde ich dir empfehlen, 3 Wochen gleich auszumachen. Da ist es immer viel los, dass du dann aber nicht drankommst, weil je länger der Stab so drin ist, desto mehr wird es verrückt. Also du wirst sehen, das ist ein riesen Change. Wenn das gewechselt ist, fühlt sich viel, viel besser, weil es nervt mit der Zeit. Okay? Gut, das ist deins. Noch Fragen? Nein. Dann hoffe ich, warst du zufrieden? Ja. Würdest du wieder machen oder? Oder was? Ja, oder schon? Würde ich schon machen. Schon. Reden ist auch schon gut, finde ich. Also merkt man schon, es wird gut werden. Wenn die Betäubung weg ist, wirst du merken, wird es auch besser. Dann kannst du besser reden. Gut, euch danke fürs Zuschauen. Tamara, dir danke fürs Stechen und auch fürs Filmen lassen. Wir sind dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba.